Vor 30 Minuten liefen 6000 britische und amerikanische Schiffe aus englischen Häfen nach Frankreich aus. Das ist die Normandie, der nächste Schritt bei der Befreiung Europas. Um 0600 werden General Bartons Männer mit einem kleinen Schiff ungedeckt an Land gehen. Ihr Überleben hängt von ihnen ab. Die Navy kann unsere Landungstruppen erst nach der Neutralisierung einer Batterie deutscher Küstengeschütze unterstützen. Die Geschütze erhalten ihre Koordinaten von einer Bunkeranlage. Wir müssen den Funkverkehr des Feindes durch die Zerstörung dieser Radarantenne stören. Außerdem muss der Beobachtungsturm weg. Wenn der Feind erst einmal blind und taub ist, hat er keine Chance mehr. S2 und S3 gehen davon aus, dass wir auf feindliche Panzer stoßen werden. Wir werfen deshalb in der Nähe der Landezone M18-Pakete ab. Meine Herren, Sie spielen eine wichtige Rolle beim Sturz der deutschen Tyrannen. Viel Glück! Servus YouTube, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Medal of Honor Airborne. So, wir sind jetzt in der dritten Mission und haben jetzt hier die Möglichkeit, ein paar Waffen einzusetzen. Wir haben ja die M1 Grand unendlich voll, die Thompson haben wir auch noch nicht voll. Ich hatte mir überlegt, mal die G43, ich nehme einfach mal die G43 und die Thompson mitzunehmen. Hier haben wir derzeit nichts. Und ja. Das wird so eine schwere Mission. Ich mag die jetzt schon nicht. Was uns teuer ist, kann nur durch Opfer bewahrt werden. Private David Webster. Oberbereitschaft. Opferbereitschaft, nicht Ober. Opferbereitschaft. Jetzt passiert. Los. Komm schon. Das schaffen wir. Wir sind jetzt davon los. Ja, ich springe ja schon. So, wo jetzt? Wohin? Wo müssen wir hin? Ach, da unten. Beim grünen Rauch. Wir landen in dem Haus. Oben aufs Dach, damit wir diesen Raketenwerfer kriegen. Und dort. Perfekte Landung. Perfekt. Okay, wir wechseln auch sofort zu Thompson. Wo ist sie? Da. Ja, rückstoßfreies Gewehr. Also rückstoßfrei bekommen wir jetzt hier. Hier ist die erste. Hier ist das erste Teil. Jetzt kriegen wir schon Besuch von Panzer. Der natürlich sofort das Feuer eröffnet auf uns. Das heißt, wir müssen sprinten. Hier seht ihr, er zielt auf uns. Er zielt auf uns. Und wir sind immer noch hier oben. Wir sind doch schon runtergesprungen. So, lass ihn mal schießen. Boah. Hier geht's richtig ab. Hehehe. Kontrollpunkt erreicht. Und hier ist das nächste Teil. Da. Ja, hier müsste es liegen. Wo ist es? Wo ist es? Da. Au! Autsch. Wo ist das Gesundheitspaket? Wo ist hier noch? Da. Das ist das Gesundheitspaket. Und da hinten ist das letzte Teil. Wir müssen dahin. Komm schon, Travers. Travers, nimm die Beine in die Hand. Los. Ich werde jetzt hier erstmal alles ignorieren. Ja, natürlich. Ein Deutscher muss... Ja, noch ein Deutscher. Ja, schießt mal ruhig auf mich. So, wir haben das Rückstoßfreie. Wir wechseln auch gleich wieder zum Gewehr. Jetzt müssen wir diesen Panzer zerstören. Erster Schuss. Noch ein Schuss. Ich denke, das ist auch der dritte
wirklich der letzte ist. Bam, das Panzer zerstört. Super. Gut. Was haben wir jetzt hier? Jetzt haben wir jetzt die Gewehr 43 nochmal. Die Thompson. Jetzt müssen wir die Thompson weiter auftunen. Yo! Moment. Munition. Gesundheit. Muss hier Gesundheit. Gibt's hier nicht? Doch, da. Hier ist nochmal Thompson. Komm. Ja, auch einfach mal so blind schießen. Okay, der ist tot. Yeah, Expertenauszeichnung erhalten. Wir haben jetzt 50 Patronen. What the hell? Wo kommst denn du her? Ah, hier ist Gesundheit. Gesundheit? Ja, hier ist aber noch Gesundheit-Pakete. Solange die noch da sind, ist es gut. So, jetzt schießen wir mit dem Gewehr 43. Haha, wie geil. Da unten sind noch Deutsche. Oh, oh, ja, ist ja gut. Na, wo ist denn hier noch einer da, ne? Na, da ist noch keiner. Da unten laufen sie rum. Boah! Überrascht der mich hier einfach mal, der Sack. Alter, muss das sein? Komm schon. Das kriegst du doch hin, oder? Kopfschuss? Wie viele Deutsche kommen da denn? Sag mal, Evil, krieg dich ein. Schon gleich die G43 aufgetunt. Heißer. So, waren das jetzt alle? Hier ist nochmal die M1. Waren das jetzt alle? Scheint wohl, ne? So, was machen wir als erstes? Wollen wir die Antenne erst oder den Funkturm? Quatsch, den Funkturm. Oder den, ja, Funkturm oder den Außenposten. Ich denke, dass wir den Außenposten machen. Der ist ja auch hier. So, ja, wir haben sie jetzt gleich voll. Da, Meisterschützen-Auszeichnung erhalten. 20 Schuss Magazin. Ui, cool. Munitionskapazität. Jetzt kann ich auch ballern. Da oben ist ein Deutscher. Ja, wir haben damit jemanden getötet. What the hell, wo? Da oben. Au, au, au! Alter, what the hell? Sag mal! Warum setzt sich der da oben einfach mal so an? Geh der Sack! Boah! Ich glaube, hier gehen wir jetzt erstmal nicht lang. Hier ist eine M1. Boah! Alter! Ich bin gleich tot. Ich muss nur einmal getroffen werden. Warum haben die denn da zwei MGs? Ich hasse das. Okay, jetzt müssen wir gerade überlegen, wie machen wir das. Naja, mit der Knarre will ich es nicht machen. Doch natürlich die G43 auftunen, ne? Aua, aua, aua! Mein Gott, ey!
Oh, oh, Granate. Zurückgeflogen? Yo! Noch eine! Klar! Geht noch eine? Leute, geht noch eine? Ich habe jetzt gerade eine Granate da liegen sehen. Gut, den haben wir. Kommt der letzte hier. Was ist mit dem hier? Ganz vorsichtig vorgehen. Na, wo zeigt er sich? Ems, wir haben sie gleich wieder voll. Ja, wirft einfach mal. Okay. Scharfschützenauszeichnung erhalten. Ah, ein Zielfernrohr. Geil. Doch mal geil. Das bringt auch ein bisschen was. Und können wir hier auch noch... Ah, wir können hier auch noch Gesundheit abgreifen. Das ist gut. Gucken wir mal hier. Lande durch die Bunkertür, natürlich. Ist ja wirklich machbar. Habe ich nie hinbekommen. So. Hier ist der Beobachtungsturm. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Und dort. Bams, Kopfschuss. Oh, da ist ja auch noch einer. Hinten in den Arsch. Ja. Lauf da mal alle in den Dings rein. Ja, wie machen wir das jetzt? Wir haben jetzt mal Granaten rein, ne? Das waren alle? Jo, cool. Jetzt nochmal Heilung. Ja, wenn wir nochmal Heilung brauchen, können wir jetzt nochmal da unten zurückgehen. Böser Deutscher, böser Deutscher. Jetzt kommen wir auch noch auf die nächste Ebene. So, da ist aber noch einer. Der ist tot. Aber ich gehe jetzt noch eine Stufe höher. Wo ist der Turm gesichert? Hier sind doch noch Deutsche, ihr Vollhonks.
Ja, er ist tot und ruft noch, ich bin getroffen. Das waren jetzt aber wirklich alle. Ja, das waren alle. Okay, haben wir den Wachturm schon mal befreit von den Deutschen. Wir haben die G43 schon recht voll. Und ich sehe gerade auf den Timer. Dann machen wir den Funkturm in dem nächsten Part. Haut rein, YouTube. Tschüss.